Derby-Time im Gazi-Stadion auf der Waldau mit dem Stuttgarter Stadtderby zwischen den Stuttgarter Kickers und der Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Allerdings fanden heute bedauerlicherweise nur 3.720 Zuschauer den Weg auf Degerlochs Höhen. Kickers-Trainer Thomas Katschberg vertraute in der Anfangsformation auf Alexandro Abruzzi als rechter Außenverteidiger. Maurice Hirsch und Nico Blank bildeten zum ersten Mal in der Saison das zentrale Mittelfeld. Die erste Chance allerdings der Begegnung gehörte dem VfB Stuttgart 2. Da ist es Benedikt Dos Santos, der kann sich auf rechts durchsetzen mit einem guten Pass auf Breyer und Abruzzi gerade noch so dazwischen klärt zum Eckball für den VfB. Und auch der hat es in sich, denn Düringer und Pfeiffer behindern sich selber, Komolung springt nicht hoch genug und dann ist es Caniccia Ginola Elva, der bereits nach 3 Minuten zur Führung für den VfB einnetzen kann. Wieder einmal lagen die Kickers früh im Spiel zurück. Die hatten dann aber die nächste Möglichkeit durch Jesse Weißenfels, der kann auch nochmal in die Mitte spielen und schießt dann kläglich am Tor vorbei. Dann kommt der VfB mit der nächsten Möglichkeit. Und dann ist es Pascal Breyer, der zieht einfach mal ab, aber Cedric Feser im Tor der Kickers kann sich heute zum ersten Mal auszeichnen. Jetzt die Kickers mit einem Freistoß. Alexandro Abruzzi, in der Mitte sind es Pfeiffer und Tunic, die verpassen. Und es bleibt beim 0:1. Dann langer Ball vom VfB-Torhüter Kastmeier. Da ist es der Torschütze, der verlängern kann. Dann der Ball auf Breyer. Und dann ist es wieder Caniccia Ginola Elva, der in der 34. Spielminute auf 0:2 erhöhen kann. Und wieder kommt der VfB. Da setzt sich auf der linken Seite Nicolas Sessa durch. Nicolas Sessa. Und dann ist es letztendlich Alexandro Abruzzi, der den Ball aus der Gefahrenzone bringen kann. Dann noch eine Ballstaffette beim VfB. Die hatten jetzt natürlich richtig Lust. Und am Ende ist es Dos Santos, der über das Tor zieht. Dann aber auch mal die Kickers. Das ist Komolong, der spielt auf Alexandro Abruzzi. Guter Flankenwechsel von ihm. Und Lukas Skepanik nimmt sich ein Herz, doch sein Schuss bedauerlicherweise am Tor vorbei. Dann aber wieder der VfB. Andreas Scheidel setzt sich da auf links durch und Cedric Feser gerade noch so mit der Hand dazwischen. Da wäre der VfB-Spieler Elva ein Schuss bereit gewesen und das wäre ein lupenreiner Hattrick gewesen. Kopfballmöglichkeit dann noch für die Kickers, Ende der ersten Halbzeit, doch es entwickelte sich letztendlich nichts. In der zweiten Halbzeit dann die erste Möglichkeit für die Kickers. Da war es Pascal Breyer, der den Ball sich schier selber reinmachte. Und der anschließende Eckball mit der nächsten Möglichkeit für die Kickers. Doch Alvin Komolong köpft bedauerlicherweise neben das Tor. Dann wieder die Kickers mit ihrer stärksten Phase. Der eingewechselte Lachi Badian kam zur Halbzeit für Mio Tunic. Setzt sich auf rechts durch, aber findet keinen Mitspieler im Strafraum der Gäste. Und wieder sind es die Kickers. Alexandro Abruzzi und in der Mitte Jesse Weißenfels bekommt den Ball nicht am VfB-Torhüter Kastmeier vorbei. Und wieder kommen die Kickers. Lukas Skepanik versucht es einmal alleine, aber auch seinen Schuss am Tor vorbei. Die nächste Möglichkeit gehört wieder den Kickers. Badian bringt den Ball nochmal zu Blank, der auf Weißenfels, und da wird Jesse Weißenfels im Strafraum gelegt von Philipp Walter und der Schiedsrichter entscheidet auf dem Elfmeter für die Kickers. Und Alexandro Abruzzi macht's eiskalt, nur noch 1:2, 67 Minuten sind gespielt, 23 Minuten verbleiben also, um das Spiel noch zu drehen. Und die Kickers waren jetzt genauso heiß wie die Zuschauer und freuten sich auf die Endphase dieser Begegnung. Nur 3 Minuten später, die Kickers im Angriff. Das ist Alexandro Abruzzi, der sieht in der Mitte Jesse Weißenfels. Doch um Jesse Weißenfels leider zu viele Gegenspieler.
Chance vertan. Eckball dann für die Kickers. Oder ist es Luca Pfeiffer? Doch sein Schuss mit Rücken zum Tor geht bedeutlicherweise am Tor vorbei. Dann der VfB über Elva auf Kulin. Und dann ist es das 1:3 durch Benedikt dos Santos in der 79. Spielminute. Das war der Todesstoß für unsere Blauen. Dann der VfB mit einem tollen Schuss hier. Allerdings ist es Cedric Feser, der das endgültige Knockout für die Kickers verhindern kann. Die Kickers gaben sich aber nicht auf. Da ist es Jesse Weißenfels, der über das Tor köpft. Doch dann geht es schnell. Der eingewechselte Ramay mit einem ganz tollen Pass auf Pascal Breyer. Der Stürmer schiebt ein und es steht 1:4, 3 Minuten vor dem Ende. Wir sind in der 90. Minute. Wieder ist es Elva auf Ramay, der zu Breyer. Die Kickersabwehr steht daneben und schaut zu. Pascal Breyer schießt und es steht 1:5. Und dann war das Spiel zu Ende. Die Stuttgarter Kickers verlieren gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Das Stadtderby mit 1:5. Für Kickers-Trainer Thomas Kaczmarek gibt es diese Woche wirklich ganz, ganz viel zu tun. Nico, heute ganz, ganz bitter. 1:5 im Derby gegen den VfB. Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Mittelphase ging es irgendwo ein Stück weit. Und zum Schluss hin war es dann auch nochmal ganz schlecht. Was sagst du so nach dem Spiel zu dem, was passiert ist? Ja, zuerst mal sind wir extrem enttäuscht, an so einem Tag hier im Derby so zu verlieren. Die Fans haben uns super unterstützt und es kommt einfach nichts dabei rum von uns als Mannschaft. Letztendlich müssen wir uns die erste Halbzeit ankreiden, da waren wir einfach viel zu passiv. Sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen, haben den Gegner viel zu leicht zu Torchancen kommen lassen. Zweite Halbzeit haben wir uns nochmal alles vorgenommen, das Spiel irgendwie zu drehen, machen den Anschlusstreffer. Und dann laufen wir dreimal in Konter und gefühlt jeder Konter ist dann ein Treffer und das ist einfach extrem bitter. Wir haben uns alle viel mehr vorgenommen heute, wollten das Saarbrücken-Spiel und auch das Pokalspiel jetzt vergessen machen und letztendlich ist trotzdem eine scheiß Woche gewesen für uns. Ja, du sagst, wir sind von Anfang an irgendwie auch nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen. Wir hatten das Gefühl, es war auch taktisch ein bisschen anders mit dem 4-4-2-System heute. Woran lag es letztendlich, dass die Aggressivität gegen doch einen sehr spielstarken Gegner einfach nicht da war und die Körpersprache vielleicht auch gefehlt hat? Also letztendlich war die Taktik nicht arg anders wie in den anderen Spielen. Wir wussten, dass wir gegen eine extrem spielstarke Mannschaft spielen werden, dass wir gucken müssen, dass wir das Zentrum zukriegen und in der ersten Halbzeit haben wir einfach nicht den Zugriff bekommen und auch die Zuordnung hat einfach nicht gepasst. Das haben wir dann in der Halbzeit ein bisschen korrigiert. Da hat es dann auch besser funktioniert am Anfang und ja, am Ende kriegen wir dann trotzdem die 3 Gegentore noch. Das ist extrem scheiße ist einfach. Am Sonntag geht es weiter, am Samstag nach Offenbach. Was denkst du, was ist da drin und mit was im Gesicht werden wir da die Kickers sehen am Biberberg? Ja, es wird wieder ein extrem schwieriges Auswärtsspiel. Vielen Fans von Offenbach und die stehen auch extrem gut gerade. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Reaktion zeigen auf das Spiel von heute. Haben da einiges gut zu machen, auch den Fans gegenüber. Und diese Woche müssen wir einfach wieder hart trainieren und dann gucken, was in Offenbach geht. Super viel. Vielen Dank, Nico. Sandro, 1:5 im eigenen Stadion, schon sehr bitter. Was sagst du dazu? Es tut weh, also vor allem so ein Derby. Tut doppelt so weh und man muss heute leider sagen, dass wir es in der ersten Halbzeit nicht richtig angenommen haben, das Derby und deswegen haben wir das Spiel dann auch verloren. In der Höhe ist fraglich, aber ja, so ist es nun mal. Ja, besonders in der ersten Halbzeit seid ihr sehr weit vom Gegner auch ein bisschen weggestanden und man muss klar sagen, auch nicht körperbetont gegen so eine Mannschaft gespielt. War der da falsch eingestellt oder woran lag das? Naja, falsch eingestellt waren wir nicht. Wir wussten auch, was es ankommt, vor allem gegen so eine junge Mannschaft. Das hat man auch in den letzten Derbys gesehen, dass wir es immer angenommen haben. Heute haben wir es nicht. Und wenn man dann gegen so eine spielstarke Mannschaft nicht richtig in die Zweikämpfe geht, kommt sowas dabei raus. Der Trainer hat euch jetzt gerade alle gesammelt, nach dem Spiel in die Kabine gerufen. Was hat er für Worte gewählt?
dass wir jetzt einfach eine Reaktion zeigen müssen. Wir haben jetzt zwei Niederlagen, also zwei Punktspielniederlagen. Und jetzt müssen wir halt einfach eine Reaktion zeigen, egal wie der Gegner heißt. Und wenn wir das wieder in die Waagschale werfen, was wir sonst auch immer gemacht haben, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein. Ja, der Gegner heißt auch Kickers Offenbach, die sind Tabellenführer, aber heute auch eine Schlappe bekommen, auch 5:1 verloren. Da muss man jetzt mal dagegen halten. Der Gegner ist egal, wie der heißt. Ob es jetzt der Tabellenerste oder der Letzte ist, ist egal. Wir müssen einfach eine Reaktion zeigen und die Einstellung muss halt wieder passen und dann werden wir auch erfolgreich sein. Dankeschön.